Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play a Plague Tale Innocence. Wir befinden uns immer noch in diesem Kampfturm und müssen uns jetzt einen Weg durch diese Rattenhorde bahnen auf dem Schlachtfeld. Beim letzten Mal hat uns da ein Soldat, sag ich jetzt mal, oder wahrscheinlich war das irgendjemand von der Inquisition, der wollte uns da nochmal eben ermeucheln und das wollen wir diesmal hoffentlich verhindern. Deswegen werde ich jetzt erstmal das Feuerchen anzünden, beziehungsweise mein Stöckchen anzünden. Und dort diesen Streitwagen, nenne ich ihn mal, entzünden. So. Nein, Soldaten. Ja, müssen wir schon aufpassen. So, pass mal auf. Habe ich gerade meine Schleuder ausgewählt? Habe ich. Das heißt, wir werden jetzt den Wagen ein wenig schieben. Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Und so wie er kommt. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Ich hab doch was gehört. So, jetzt nehmen wir uns die Lampe vor und machen so. Und ich glaube, das hat letztes Mal schon nicht richtig geklappt. Und jetzt können wir mit dem Wagen eigentlich weiterschieben. Ich glaube, wir können auch nur vorwärts. Ich habe halt tierisch Angst, dass ich auf diesem großen Schlachtfeld irgendwas vergessen habe. Aber das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Wir versuchen mal hier weiterzukommen. So. Die Räder stecken im Schlamm fest. Macht nix. Wir müssen ihn stehen lassen. Wir sind doch durch. Okay, da hinten. Was zur Hölle machst du denn? Halt ihn fest! Ist ja widerlich. Komm schon, ich will bloß an deine Zähne ran. Schon klar, aber. Bassen! Die Ratten fressen den doch sowieso. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Sch, wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Soll ich's mal versuchen? Ach, da hinten ist eine Fackel. Ah, okay. Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Na gut. Verfluchten Drecksviecher. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Naja, jetzt haben wir hier vorne aber kein Licht. Ja, doch, ein bisschen schon. Ich gucke mal. Ah, der ist komplett weg. Ach, geht der? Aber der geht jetzt wahrscheinlich im Kreis. Dann warte ich nochmal eben eine Runde ab. Dann latsche ich ihn gleich einfach hinterher. Ja. Stappe die Fackel und dann gehe ich weiter hinter ihm her hier zurück. Ich hoffe, das klappt dann so, wie ich mir das vorstelle. Aber der hat doch gerade mit jemandem gesprochen. Das waren doch zwei. Deswegen wundere ich mich jetzt gerade. Egal. So. Okay, er geht seine Runde. Da war ich wohl zu langsam. Okay, ich muss ein bisschen schneller hinter ihm hergehen. Ja, ich habe halt Angst, dass er mich hört. Ne? Das ist so ein bisschen das Problem dabei. Aber okay, versuchen wir es nochmal. Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Sch, wir finden eine Lösung. Ich warte auf dich. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. So, dann latsch mal los. Diese verfluchten Drecksviecher. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Okay. Alles in Ordnung. Er wartet da. Ich dachte, ich muss den Rundgang mit ihm wieder zurückgehen. Ja gut, dann geht's auch so. Ja, jetzt sind wir wieder da. Dann könnt ihr ja gerne mitkommen wieder. Die Luft ist rein. Ich folge dir. Bin ich jetzt gerade geduckt? Weiß ich nicht. Es soll wohl so sein. So, da hinten sieht man schon. Da müssen wir anscheinend hin. Da können wir die Fackel absetzen. Ist hier noch irgendwas? Ah, da ist er. Da wollen wir nicht hin. Okay. Das ist so geil, wie die auch vor der Fackel zurückschrecken, ne? Oh, da liegt was, warte mal. Hier liegen Sachen, die will ich mitnehmen. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, ich will halt nicht zu viele Sachen übersehen, aber das ist wahrscheinlich total schnell passiert und ich denke, es ist auch schon bereits passiert. Na gut, kein Mucks.
Ah, ich sehe schon, was wir da machen müssen. Okay. Okay, okay. Ja, ja. Dann wollen wir mal für Futter sorgen, ne? Lisa, der Turm. Ih, die haben ja Stöcke im Bauch. Zieh nicht hin. Was? Versuch alles, um dich herum zu ignorieren, Hugo. Wer hat Stöcke im Bauch? Anscheinend hat er gerade irgendwelche Leichen gesehen, die aufgespießt worden sind. Aber der Spruch hätte schon viel früher kommen müssen, weil das haben wir schon öfter gesehen. Also wenn er das meint, was ich jetzt denke. Amicia, was ist das für ein Horn? Das ist ein Olifant, glaube ich. Das war wahrscheinlich ein Hauptmann. Ein Olifant? Scheiße, wir haben was verpasst. Okay. Olifant. Da der einzelne Ton des leicht zu transportierenden Olifanten sogar über weite Entfernung gut zu hören war, stellte er die Kommunikation zwischen verschiedenen Einheiten einer Armee sicher. Egal ob Sammeln, Vorrücken oder Rückzug, die schnelle und deutliche Ermittlung von Informationen ist mitten im Gefecht nicht nur kompliziert, sondern auch von äußerster Wichtigkeit. Bei Olifant denke ich natürlich an Herr der Ringe, ne? An diese riesigen Tiere. Ja, schade, jetzt habe ich wieder eine Sache verpasst. Sehr, sehr ärgerlich. Und das ist direkt am Anfang der Aufnahmesession. Ja, das werde ich erstmal nicht eben schnell nachholen. Sehr, sehr schade. Ach, die Musik wird gerade wieder... Ja, weiß ich nicht, schön? Da habe ich was liegen lassen, sehe ich gerade. Ach, das waren Steine. Die hatte ich schon voll, okay. Ja, ist ärgerlich, aber ich habe es mir schon gedacht. Warum sollte ich jetzt hier Feuer machen? Ich könnte da ein Feuer entzünden mit Ignifer, aber warum? Soll ich das tun? Ja, ich versuch's einfach mal. Ja. Toll, ne? Vielleicht nochmal als extra Schutz, ich weiß es gerade nicht. Los, rein da, schnell. Hi, ihr Ratten. Ach, da ist eine Fackel. So. Amicia sitzt in der Falle. Wir müssen weiter. Wir müssen jetzt die Ratten zu ihm hintreiben. Oh nein. Hey, hey, was treibt ihr da? Steh gleich. Tut mir leid, aber wir müssen hier raus. Amicia. Lasst mich nicht. Das kann nicht wahr sein. Hier, kommt! Achso, das ist doch... Hätte er einfach nur eine andere Fackel nehmen müssen? Hm. Da ist nochmal... Alkohol. Gut, zumindest haben sie ihn nicht so komplett zerfressen wie die anderen. So, hier müssen wir anscheinend weiter. Oh nein! Platsch! Die Fackel! Wir müssen ohne sie weiter, Amicia! Okay, auch hier geht das immer noch weiter mit diesem Schlachtfeld, ne? Das ist Wahnsinn. Ein Werkzeug. Oh, sehr schön. Das freut mich. Okay, da sind schon wieder Soldaten. Oh, was machen wir mit dem? Da, ein Soldat. Er versperrt uns den Weg. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt! Ja, ich überlege. Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das. Was ist das? Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen, du musst es vermischen. Somnum? Somnum, du kannst jetzt Somnum herstellen. Halt R1 gedrückt und das aus. Okay, da unten. Eliminiert Gegner ohne Geräusche zu verursachen. Etwa so? Perfekt, jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Ich hoffe, du weißt, was du tust. Aha. Ja, aber... Wie machen wir das denn? Da drüben geht doch was vor sich. Ich hatte drei... Mit Anschleichen, okay. Schläft er? Ja,
für eine Weile. Danke. Okay. Das wird uns das Leben retten. Das scheint echt so eine Art, ja, mittelalterliches Chloroform zu sein. So, jetzt brauche ich auch wieder Ignifer. Okay. Somnum, muss ich mir merken. So, mal schauen, wo wir hier lang können. Ah, da muss ich wieder irgendwas... Ah, da muss ich jetzt was losmachen, okay. Ah, ja, ja, hier ist aber wieder ordentlich was los, ne? Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig anders aus. Ja, tut sie. Kleinen Moment, da ist noch was zum Einsammeln. Das nehmen wir mal eben mit. Ja, wer macht jetzt was? Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Dann mach das mal. Ich gehe durch. Ich hole dich dann irgendwie nach. Ja, ich lasse los. Achtung. Ah, okay. Also nochmal. Jetzt hab ich verstanden, was wir machen müssen. Okay, komm nochmal. Der schwingt dann quasi. Und dann können wir schnell rüberrennen. Okay, habe ich gecheckt. Dann mach das bitte nochmal, Lukas. Ich darf es gerade nicht nochmal anwählen. Achso. Hey. Denkst du, du kriegst das hin? Ja. Gut, dann mach das nochmal. Und wenn das schwingt, dann rennen wir rüber. Er ist nicht mitgekommen. Ha. Oh Gott, wie soll ich denn? Ich kann ja Hugo nicht da durchschicken. Wie denn? Ah, jetzt sehe ich was. Okay, Moment. Dann müssen wir den mal eben anzünden. Jetzt kannst du das bitte mal holen. Das musst du machen. Aha. Lass ihn nicht fressen. Los, Hugo, genau so. Sehr schön. Ja, den nehme ich. So, das kann ich doch. Dann musst du es jetzt nochmal machen. Kannst du das übernehmen? Unverzüglich. Dann komme ich wieder zurück und dann kann ich den Feuerstab zurückbringen. Das ist eigentlich eine witzige Sache, ne? So, das sind wir wieder. Jetzt können wir das anzünden. Und hier lang. Ich hoffe, ich tue das Richtige. Ich hab's geschafft. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, gehen wir. Na ja, Moment. Erstmal einen Überblick verschafft, wo ich jetzt überhaupt lang muss. Oh! Okay. Ach, hier kann man lang. Das habe ich gar nicht gesehen. So. Und ich Sachen. Ach, das ist eine Werkbank. Oh. Ja, Schleuderkraft wäre schon gut, aber da fehlt uns leider noch was. Beutel. Dann nehmen wir die Munitionstasche, dass wir da noch mehr Sachen sammeln können. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Ja, sehe ich auch so. Das mit dem Geheimnis ärgert mich zwar ein bisschen, aber ich versuche das jetzt positiv zu sehen, dass ich jetzt nicht ständig die Augen offen halten muss, weil ich jetzt eh schon mal was verpasst habe. Da hinten sind Stöcker. Nee, warte mal. Ignifer. Kann ich mal ein bisschen Ignifer nachbasteln? Warte mal. Ja, einen, okay. Nehmen wir mal die Steine wieder. Was soll das denn? Ich war gerade am Klettern. In der Kletteranimation bin ich gestorben. Ach, Mann. Ja, ich habe wahrscheinlich wieder zu lange getrödelt. Ja, okay. Also nochmal aufleveln. So. Oder hat das... Nee, hat er nicht gespeichert. So, komm. Das sollte mir die Sache erleichtern. Ja, sollte es. So, jetzt nehmen wir das wieder mit.
Einmal basteln. Können wir einem Somnum? Ne, Somnum können wir gerade nicht basteln. Okay. So. So, dann beeilen wir uns jetzt mal. Ja, das scheint wirklich nachzulassen, das Zeug. Das hält also nicht für ewig. Eieieiei. Mit einer Kipp, macht euch bereit. Wir müssen im Licht bleiben. Los, los! Oh. Wir halten ihn nicht auf? Nein, lauf! Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Okay, war geschafft, ne? Sehr schön. Na gut, es hat funktioniert. Eben. Es ist nicht schlecht, wenn es funktioniert. Der ist erledigt. Liegt da was? Da, ja, Stein. Auf dem Turm. Sind das etwa? Ja. Ah. Tote. Habe sie? Sehr cool. Okay, hier muss ich einfach zurücklatschen wieder, ne? Wie es aussieht. Oh, die Musik ist so gut. Das wirkt so wunderschön bedrohlich. Da komme ich doch gar nicht rum. Hä? Moment, noch mal gucken. Was habe ich da jetzt übersehen? Ja. Geh da weg. Hä? Habe ich jetzt hier irgendwie... Kann ich die mitnehmen hier? Nee. Kann ich ja noch mehr abschießen? Nochmal ein Igne verspeisen. Ah, nee, das geht ja nur, wenn ich eine Feuerquelle habe. Was mache ich denn jetzt hier? Da! Ah, okay, ich sehe was. Alles klar. Moment. Ja, falsch ausgewählt. Okay. Hier ist ein Stöckchen. So, und jetzt können wir darüber. Alles klar. Hatte ich nicht gesehen, dass wir das da können. Da ist nix. Hier ist auf jeden Fall genug Feuer, dass wir erstmal hier in Ruhe uns aufhalten können. Da war doch ein roter Punkt. Ich dachte, da könnte man was einsammeln. Lukas, geh nicht so dicht an die Latten ran. Da wäre noch ein Stöckchen, aber das brauche ich eigentlich gerade hier nicht. Oder warte mal, ist da noch was zum... Ist da hinten was zum Einsammeln? Warum gibt es hier noch mal ein Stöckchen? Falls ich noch mal zurück will anscheinend, oder wie? Weil da ist doch nichts. Ich vertraue mal drauf, dass da nichts ist und wir gehen weiter. Ich kann nicht. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Kopf. Die Makula. Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo? Hugo, denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Das hat jetzt geholfen, ja? Die zwei Sätze, okay. Dann kann die Makula gar nicht so schlimm sein, ne? Wenn man mit zwei gesprochenen Sätzen das wieder beheben kann. So, Alter, die Leichenanzahl hier ist schon heftig. Wow, oh Gott, ja. Ja. Oh Gott, ja. Da passen nicht mal mehr die Ratten durch. Du Scheiße. Oh, das sind wieder Menschen. Ja. Die schmeißen hier noch mehr Leute hin. Ich glaube, wir sind mal lieber ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Nur Mut, Leute! Ich weiß, ihr seid müde. Ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht?
oder nicht? Dann los jetzt! Gaien gehört uns! Es sind auch ein paar dabei, die keinen Helm tragen. Das heißt, die könnte ich wahrscheinlich irgendwie ausknocken. Gucken wir mal. So, bei dem... Da sollte der... Ach, der normale Steinwurf helfen. Was war das für ein Geräusch? Da steht aber auch eine Kiste dabei, sehe ich gerade. Kann man da von hinten nochmal rum? Niemand da. Seltsam. Ja, kann man. Weil die Kiste möchte ich mir schon gerne angucken. Oder ist das nur Metall? Bin mir gerade... Nee, das ist nur... Ach so, das ist nur Metall. Okay. Okay, dann war da keine Kiste zum Öffnen. So, wie geht's weiter? Erstmal können wir hier normal an der Mauer entlang. Was war das? Ups. Scheiße. Hi, na? Ja, geh ruhig zurück. Weißt du, ich gucke ihn über die Mauer hinweg an. Dann gehen wir halt wieder. Sehr geil. Ja, das war knapp. So. Alter, diese brennenden Kampftürme und so sieht schon geil aus. Ah, da geht's weiter hier. Achtung. Sag schon, Drecksack. Hei, hei, hei. Jetzt lasst uns gehen. Ihr werdet uns auch nie wiedersehen. Versprochen. Sicher nicht. Da, wo ich herkomme, werden Plünderer auf der Stelle hingerichtet. Was sollen wir tun? Zu riskant. Hier lang. Können wir nicht einen Topf werfen? Und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Soldaten, hier gibt es Schwierigkeiten. Lass uns abhauen. Folgen wir ihnen. Da! Sie fliehen! Hugo! Lauf! Amicia! Lass mich los! Oh! Ich glaube, es lief nicht so gut. Ups! Beschädigte Güter. Mhm. Sieht aus, als wären wir jetzt in Gefangenschaft. Hey, Kleine, aufwachen. Hier ist was. Hast Glück gehabt. Der gemeine Leichenfledderer kriegt ein Schwert in den Bauch, ohne viele Fragen. Aber ich hab ein Auge auf den hübschen Schmuck geworfen. Glücklicherweise mag ich Gold mehr als Blut, Lady de Roon. Wo ist mein Bruder? Halt's Maul! Je besser du aussiehst, desto höher das Lösegeld. Hab die Ware vielleicht schon ein bisschen beschädigt. Lösegeld? Wer bezahlt das? Wirst du schon sehen. Du bist nicht mehr im Chateau, also Schnauze, Kleine. Räudiger Köter. Okay. Wer seid ihr? Millie. Und das ist Arthur. Das ist alles eure Schuld. Wo ist mein Bruder? Hey, sei leise. Die Schweine haben meine Schleuder. Die brauchst du nicht. Okay, kann ich nicht weiter. Ja, ist ja nett, dass die uns befreit haben, immerhin. Ich will mich hier gerade so ein bisschen umgucken. Das scheint eher so eine Art Außenposten oder so zu sein hier, ne? Jedenfalls nichts. Kein großes Hauptquartier oder so. Sie sagt, komm mit, ja.
Aber hier kann man bestimmt auch wieder viele Sachen. Habe ich überhaupt noch Sachen? Ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Sehe ich da eine Ablenkung? Und drücke. Okay. Ah! Zum Beispiel die Flasche. Die Flaschen da. Nein, dann versperrt er uns den Weg. Ja, aber ich wollte ja. Ich will ja da hinten hingucken, Moment. Ich will mal eben schauen, ob da was ist. Anscheinend ist sie aber nicht. Doch, da ist was. Sie, guck mal. Ich darf keinen Schwefel nehmen. Ich muss mich kurz hier umgucken. Oh, ich komm. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Oh, oh. Er ist also dein Bruder. Okay. Ich kann laufen. Ich sollte lieber nicht laufen. Ab ins Zelt. Du bist allein mit diesen Mördern. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Okay, also zumindest kann ich Sachen einsammeln, aber anscheinend war wirklich gerade eben mein Schwefelvorrat noch voll. Das heißt, meine Taschen haben sie anscheinend nicht geleert, nur meine Waffen weggenommen. Wo zum Teufel kommen diese verfluchten Biester her? Stecken die Valois dahinter oder was? Nein. Wir müssen den Weg freiräumen. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Eine biblische Plage. Und das ist erst der Anfang. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. König Edward muss den Rückzug anordnen. Okay. So, ja, wir müssen ja hier raus. Oh, da hätte ich was übersehen. Ich kann ja nicht weg. Wieso, was soll das? Ich muss ich wieder ausnuchen? Anscheinend. Ja, da waren noch Sachen. Also so eine Alkoholflasche, die möchte ich gerne haben. Und dann... Ja, ich glaube... Wo ist er denn jetzt? Da. Ich möchte, dass er den Bottich da anzündet. Das Feuerbecken ist aus Metall. Nein, sie würden uns den Weg versperren. Was ist mit dem? Siehst du das da? Das macht nicht genug Lärm. Ah, dann das da? Das war's mit den Sperren. Ja, gut. Mach dich bereit. Achso, die sollen noch gar nicht abgelenkt werden. Ach so, ich dachte. Pass auf die Flaschen auf. Ja, ja. Ach so, nicht gegenkommen, ja. Was war das? Wahrscheinlich nichts. Richtig. Hier lang, Eindringlinge! Er sagt doch wahrscheinlich nichts und geht trotzdem nachgucken. Na gut. Aber eigentlich habe ich die Flasche gar nicht berührt. Ich habe nur was eingesteckt. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefallen. Wir müssen den Weg freiräumen. Ach, muss ich jetzt nochmal wieder alles einsammeln? Eine biblische Plage. Und das ist erst der Anfang. Ne, das habe ich anscheinend. Probleme als diesen Krieg. König Edward muss den Rückzug anordnen. Ne, das muss ich noch einsammeln. Okay. Komme ich hier wieder nicht. Das ist ein bisschen doof gemacht. Ich muss echt wieder zurück, sonst komme ich nicht an hinter sie. Ich kann nicht an ihr vorbeischleichen. Na gut, dann gehen wir hier hin. Und nimm Dress mal direkt die Fässer. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Gut gemacht, Arthur. Dann los. Achte ich noch ein bisschen genauer.
Diesmal hat es irgendwie nicht geklärt. Oh, da sind Sachen. Kann ich da hin, ohne entdeckt zu werden? Mal sehen. Hey, Sport! Lauf doch! Ich glaube, das war nicht. Scheiße! Aber da war tatsächlich ein Geschenk. Das würde ich. Ach, Melli. Melli? Ich habe Melli verstanden. Anstatt irgendwie eher Melli. Ja, okay, gut. Also, da war ja ein Geschenk, habt ihr gesehen, ne? Das würde ich ja schon gerne mitnehmen. Na gut. Achso, das kriegen wir ja so. Ah, das muss ich aber irgendwie. Da muss ich gleich nochmal gucken. Das möchte ich ja schon gerne mitnehmen. Auch wenn ich jetzt vielleicht eine Sache vergessen habe. Das heißt ja nicht, dass ich das alles auslassen muss. Das war's mit den Sperren. Ja, gut. Mach dich bereit. Ja, ja. Kennen wir schon. Gut gemacht, Arthur.